Weiter geht's mit einem absoluten Lokalgut. Das Golf. Erst im Jahr 1918 wirbt eine Kölner Brauerei mit dem Begriff Kölsch für ihr helles, obergäriges Vollbier. Der Name bleibt hängen und immer mehr Brauereien nutzen ihn. 1986 verpflichten sich 24 Brauereien in der Kölsch-Konvention dazu, beim Brauen nach strengen Richtlinien vorzugehen. Als Zutaten zugelassen sind ausschließlich Gerstenmalz, Hopfen und Wasser und produziert wird nur innerhalb der Stadtgrenze Kölns. Im Gegensatz zu manch anderen Bieren verliert das Kölsch nach dem Zapfen schnell seine Kohlensäure und Schaumkrone. Um dem entgegenzuwirken, wird es traditionell in einem schmalen, nur 0,2 Liter fassenden Glas, Stange genannt, serviert. In den Kölner Brauhäusern ist es Tradition, dass man ohne zu bestellen ein neues Kölsch bekommt, sobald man ausgetrunken hat. Damit der Nachschub pausiert oder aufhört, legt man einfach einen Bierdeckel auf die Stange. Ja, nach dem fünften Kölsch, da baut man gerne auch mal Luftschlösser. So was Ähnliches sollst du jetzt in der nächsten Challenge machen. Okay. Wir haben dafür einen wirklich hochkarätigen Gegner. Er kommt aus dem Zonenrandgebiet von Köln. Sein Speckgürtel ist allerdings von Gucci und sein Name ist Dennis aus Hürth. Herzlich willkommen! Dennis, schön, dass du da bist. Lass die Funken, Mariechen. Guten Tag. Hallo, du darfst näher kommen. Hallo, Frau Hallo. Kaiser, wie geht's? Alles klar? Sehr, sehr, sehr gut. Also ich weiß, warum du da bist. Weißt du auch, warum du da bist? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Schlägerei oder sowas mit ihm. Ja, kein Thema. Kleine Überraschung. Ultimate Fighting. Ich freue mich immer, wenn Dennis da ist. Ich versuche mich an eine Show zu erinnern, wo Dennis mal nicht zu Gast war. Du bist sehr oft bei uns und es ist immer schön. Schön, dass du bei Luke vs. Köln. Du warst beim Bundesvision Comedy Contest bei Deutschland. Nach, bist du für Bremen angetreten. Sehr erfolgreich heute für Köln gewesen. Also du bist facettenreich. Ja, ne? Was habe ich? Ich habe keine Kassetten mehr. Wie trinkfest ist man als Jugendlicher aus Hürth? Ja, ich weiß es nicht. Also, ne, ich will erstmal was klarstellen. Ich habe da doch was von Zonenrandgebiet gehört. Hürth. Also Köln ist ein Vorort von Hürth. Okay. Das muss ich nur sagen, an der Stelle. Wissensfernsehen bei Sat.1. Wo ist denn Hürth genau? Kannst du das nochmal erklären? Also das liegt zwischen Köln und Kick, dem Textildiscount. Und wir haben den höchsten Berg der Welt, den McDrive. Also deswegen ist Hürth sehr bekannt. Und ist mit Ü und TH. Okay, wir lernen heute nur dazu, Angstgegner oder Underdog? Ja, ich habe ja keine Ahnung, was ihr vorhabt. Es geht um Kölsch, aber ich weiß jetzt nicht, ob Dennis aus Hürth ein großer Kölschtrinker ist. Das muss er auch gar nicht. Um was es geht, ich schicke euch jetzt direkt zu Simon rüber, denn der hat die Regeln für euch. Toi, toi, toi. Möge der Bessere gewinnen. Ich habe noch eine Frage. Ja, jede. Kommen Sie zu meinem Geburtstag? Jederzeit, zu jedem. Cool, wir machen das nach. Läuft. Hat sich jetzt schon gelohnt, oder? Dennis, Andrea. Bevor Andrea kommt, zu dir kommt, komm du erstmal zu mir. Schön, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Hallo Dennis, hallo Luke. Du siehst gut aus, was du anhast, ne? Ja, du siehst auch sehr gut aus, was du anhast. Ich war Remont gewesen, hallo. Outlet Store, sieht man nicht, ne? Sieht gut aus, schöne Schuhe auch, machen wir mal so. Soll ich mich hier hinstellen? Die haben gesagt, da ist ein Aufkleber. Hier ist genau, ich habe dir extra einen schönen, bunten Aufkleber geklebt, damit du dich auch auskennst. Also, pass auf, es ist relativ einfach. Auf dem Tisch, wie ihr sehen könnt, stehen 16 Kölschgläser. Ihr müsst jetzt einer nach dem anderen immer ein Glas nehmen und einen Turm bauen. Immer ein Stockwerk höher mindestens stellen. Eine Etage höher. So wie Jenga. Gesundheit. Mit Gläser, genau. Bei wem der Turm als erstes umfällt, der hat das Spiel verloren. Ich hab's, glaube ich, verstanden, ja? Und freue mich jetzt, dass wir einen Kölsch trinken. Wir trinken jetzt einfach als Akt der Solidarität trinken wir einen Kölsch. Und auch, weil wir damit bestimmen, wer anfängt. Und Kölsch kriegt man in Köln natürlich vom Kürbis. Und deswegen drei Kölsch, bitte. Bitte. Dankeschön. Oh, Ralf, hier sitzt, alles klar? Ich bin braune Putze, geht um dich. Ja, jeder Kekopop und Raff, das sag ich dir einfach. Ja, ja, also ich ja bin Ralf, auf jeden trinkst du mit? Immer. Ja, ich hab an deinem Namensschild gelesen, dass du Ralf Engels heißt. Engels ist ein sehr kölscher Engels Name. Engels ist der kölschste Name, den es gibt, oder? Absolut, ja. Der Ex von meiner Oma. Ja. Lass mal wieder blicken, ey. Also pass auf, wer als erster leer gedruckt hat von euch beiden? Ja, noch nicht. Der darf anfangen und wir anderen, wir trinken ganz gemütlich in der gleichen Geschwindigkeit.
Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und runter damit. Fachpersonal. Der hat nicht mehr geschluckt. Ey, der hat mich fast mit reingesaugt. Ich komm mich gerade noch festhalten. Alter! Ich stell das mal hier ab. Bitte eure Gläser auch abstellen. Das ist ja schneller gefallen. Also einfach gefallen. Das war ja keine Zeit auf der Arbeit. Ne? Das war ja schwer. Das war ja nur reine Schwerkraft. Nein, der Trick ist, er hat eine sehr trockene Zunge und der lässt einfach drauflaufen und die saugt sich dann voll. Das ist ein Schwamm. Herr Kürbis, das darf man nicht sagen. Ohne nee, Herr. Nur Kürbis. So, Kürbis weiß. Wird immer geduzt. Ich weiß doch. Kürbis. Was geht denn? Tschö. Mane Tjo, danke schön. Tanzen kann er, trinken kann er. Dennis darf auch anfangen. Zieht bitte erstmal eure Schutzbrillen an. Ihr dürft bei mir wirkt rein. Das aber langsam so. Luke, Schutzbrille, gut. Dennis. Hey, Frau Kaiser, alles klar? Jetzt wird er übermütig. Dennis, nimm bitte deine Brille. Darf ich da hingehen? Du darfst jetzt kurz rein, die Brille nehmen. Also, Dennis, bist du ready? Das ist Englisch für bereit. Ach so, ich dachte schon. Für die Ehre von Kölle tritt Dennis an und es geht los. Ich muss auf piepen. Mein Zeichen. Et geht los. Ich hab mal so eine Tröte gemacht. Alles klar. Wir dürfen doch miteinander reden. Diesmal ist ja nicht so schlimm wie beim Funke-Mariechen-Stemmen. Dennis, brauchst du noch ein Bier? Deine Hand wirkt zittrig. Und erst wenn Dennis raus ist, darf ich rein. Jetzt geht Luke rein. Der ist einfach ein kluger Junge. Bisher ist es ja... Der Anfang ist natürlich meistens relativ leicht. Spannend. Aber das ist so Haare auf den Oberarm. Unterarm. Du hast voll die Haare da. Krass, ey, krasser Typ. Voll der Werwolf. Aber es ist wie beim Schach, wenn ihr jetzt, man kann jetzt auch schon vortaktieren ein bisschen. Dennis wählt die schwedische Eröffnung, wie man sagt. Hat auch gleich ein Elchen imitiert. Passenderweise. Aber ist alles da, ne? Dürft die Gläser übrigens nicht ineinander stapeln, falls da einer besonders klug sein möchte später. Aber so ein bisschen schieben darf man, ne? Ein bisschen schieben dürft ihr. Ihr dürft auch, bevor ihr sie wegnimmt, so ein bisschen testen. Aber sobald ihr sie an euch zieht, müsst ihr auch das gezogene Glas benutzen. Berührt ist geführt. Nicht ganz. Sind alle leer, Dennis. Aber Dennis hat auf jeden Fall die reichsten Klamotten von uns an, ne? Ist auch kein Pfand drauf, also bringt nichts jetzt zu klauen. Was kann Dennis, Entschuldigung? Dennis hat die reichsten Klamotten von uns an. Das stimmt. Ja, ne? Habe ich ja von Pedro Lombardi ausgeliehen. Ja? Das war gut. Riesige Hosentaschen. Ja, ne? Guck mal hier. Meinst du, was du da alles reinkriegst? Ja, da kriegst du deinen Eis. Ja, Wahnsinn, hör mal. Guck mal hier. Boah, das war gut. Sieht aber sieht ein bisschen drüber, wenn das Podcast mit Tommy Schmidt. Das ist doof, weißt du, wenn er dann aber so sieht doof aus. Und weiterspielen, bitte, Luke. Wir haben ja keine Zeit. Ah, nee, nicht. Ah, Luke. Macht das gut? Ja, der Luke macht das gut. Und macht erstmal die zweite Ebene voll. Muss man aber nicht. Ihr könnt auch weiter nach oben bauen. Also ihr könnt auch direkt ein... Aber jetzt wird's schon schwer für den Dennis. Das stimmt. Das ist Taktik. Passend zur Musik. Das war nicht so klug. Das war nicht so klug. Das war nicht so klug, Mockridge. Ah. Oh, ey. Ein kleiner Applaus bitte, meine Damen. Das hat er sich ausgeguckt, sehr gut. Für dich, Kaiser, für dich. Natürlich so gucken. Der alte Luke steht vor dem Gläsertor. Der so gern noch mal was stapeln will. Und sehr vorsichtig. Überleg dir das gut, ne? Ich weiß noch nicht genau, was ich dir hier zubaue. Spuck da nicht rum. So, er schiebt sich das Kölsch zurecht und. Er schiebt sich das Kölsch zurecht. Ah, der da unten links, der ist. Der, ne? Ja. Den Drohnen gebaut. Ja, vielleicht will er dich auch in die Irre führen, Dennis. Beim Fernsehen auch immer beliebt, wenn man das so rummacht. Nein, Quatsch. Bauarbeiter-Dekolleté, sorry. Das war die Shell-Deck, die berühmte übrigens.
Raus hat er es schon mal. Er muss es nicht aber schlecht, Dennis. Noch, Dennis, du musst es auch noch abstellen, aber das war sehr gut schon mal. Aber es muss auch jetzt. Das war zwar gut, aber ich weiß nicht wohin. Abgestellt werden, genau. Und der Turm muss auch stehen bleiben. Boah, nicht ganz hoch. Sehr mutig. Ah, du Fuh. Vorsichtig zurück, Dennis, sehr gut. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Ausschenken, polieren. Sehr gut, Dennis, wow. So, Luke. Man merkt, es geht jetzt langsam in die Schlussphase, weil viel ist da nicht mehr drin. Luke, du weißt, die ganzen Mädchen gucken zu, ne? Ich will dich nicht nervös machen und so, ne? Alle Mädchen gucken, alle Mädchen gucken, alle Mädchen gucken, alle Mädchen gucken. Voll die Blamage, alle werden über dich lachen. Alle werden über dich lachen. Alle werden über... Ah, leck mich doch, ey. Also eine ruhige Hand ist schon was Wertvolles. Und Luke. Ich könnte kotzen, ey. Du, Otto. Boah. Dennis, du hast hier gerade selber vorgesagt, alle ja. werden lachen. Und jetzt blamier dich nicht. Ah. Warte, ich zieh dafür die Schuhe aus. Nicht so laut, Junge. So, Dennis, jetzt zeig, was du im Altglas-Container hört gelernt hast. Ey, keiner kann am Lidl-Automaten, Pfandautomaten so umgehen wie ich. Ich schwöre. Also unten wegnehmen ist gar nicht das Thema. Es ist eher, wo du oben... Das wieder ja, hinstellst, ne? Mach mir noch mehr Stress. Unten wegnehmen ist gar nicht das Thema, sagt er. Ich weiß gar nicht, das hört sich an wie so ein Schulaufsatz. Alter! Wow, Alter! Da hast du keine schlechte Wahl getroffen. Ja. Wie soll ich denn jetzt den Turm weiterbauen? Geht ja nicht. Du musst also ein Stockwerk höher gehen. Das Glas kam aus dem Erdgeschoss. Achso, ein Stockwerk höher heißt hier irgendwo, ne? Genau. Also hier darf ich nicht draufstellen. Geht ja nicht. Geh. Wenn ich nicht oben drauf... Geht auch nicht. Mindestens eins höher, wohin du willst. Das gibt's doch nicht. Wir haben das getestet. Es geht immer mehr, als man denkt. Wenn man fortschreitet. Dennis ist wirklich ein starker Gegner. Ich möchte an dieser Stelle meinen Freundin grüßen. Larissa, das Mädchen, ich komme später. Luke, wenn jetzt... Ey, sei ein Mann, nimm nicht das Glas, was ich gerade genommen habe. Sei ein Mann, sei ein Mann. Du hast die Hosen auf Halbmast, aber komm. Komm, sei nicht so, sei nicht so. Luke, du kannst natürlich nehmen, was du willst. Man sollte sich auch nicht... Man sollte sich leichter wird es dadurch nicht. Ich soll da stehen bleiben, ne? Man sollte sich ja unterstützen und so, ne? Ihr müsst euch nicht unterstützen. Ja, wir müssen uns unterstützen. Ja, nimm... Boah, Mädchen, habt ihr das gesehen? Der nimmt das gleiche Glas wie ich. Jetzt, ja, genau. Lenkt mal mit Gelaber ab, weil damit keiner sieht, dass das gleiche Glas ja. Könnt ihr jetzt wieder das gleiche Glas nehmen, an dieselbe Dennis, Stelle machen. Dennis, sei vorsichtig. Wenn es jetzt kannst fällt, du? Ist es deine Verantwortung. Auch sei nicht so aggressiv! Weißt du, was das für ein Stress ist? Alter! Alter! Ja, ich könnte ja theoretisch das Glas nehmen, was du genommen hast. Der ganze Turm hat sich bewegt. Ja, aber das muss dann hoch, ne? Muss dann eins nach oben. Ich weiß nicht, welches Glas. Ich könnte kotzen. Jetzt jedes Glas nehmen, außer das oberste. Da ist schon noch was drin, Leute. Ey, das ist das Fundament, scheiße. Der geht nicht. Der geht nicht, der geht nicht. Das Fundament, Fundament. Pass auf da unten, wenn, wenn du da liegst und der Turm fällt, dann... Das ist dir scheißegal, das weiß ich. Ja, schöne Bilder auf jeden Fall. Alter, der lässt sich führen auf jeden Fall. Trotzdem sensationell. Luke hat gewonnen. Aber Dennis, ein Riesenapplaus. Yes,
Also ich weiß, mit euch beiden bin ich nicht hier. Und Dennis, du hast nicht nur... Ich geh nach Hause, ihr könnt mich mal jetzt. Total blau, ja. Du hast es geschafft, dass kein einziges Kölschglas kaputt gegangen ist. Na und? Dafür gibt's wirklich einen Extrapreis von mir. Ich habe noch einen Pfandbon. Ja, ja, laber nicht. Den schenke ich dir. Aber Wahnsinn. Das ist echt ein, das geht echt an die Pumpe, ne? Das ist, oder Dennis, wie hat's dir gefallen? Sehr gut, das war ein tolles Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nee, sehr gut, wirklich. Frau Kaiser, Sie wissen ja, ne? Pech im Spiel, aber Glück in der Liebe. Dennis, es ist spät. Ja, ich danke, dass du hier warst. Du musst morgen in die Berufsschule, du musst nach Hause. Nein, ich habe im Mitwandern einen Feiertag genommen. Ich darf, wie geht denn ein Dennis aus Hürth mit der aktuellen Lockdown-Situation um? Und hast du vielleicht ein paar aufmunternde Worte für die Menschen da draußen? Ja, hört mal zu, ihr Ottos. Reiß dich mal zusammen. Maske anziehen, Fresse halten. So, bitteschön. Das war sehr diplomatisch. Ja. Danke, Dennis. Kannst du dir Kölschglas mitnehmen? Danke dir. Ciao. Leck mich das war Runde 4. Luke, geh zu Andrea, bevor Dennis sie dir wegschnappt. Ja, wir wissen auch schon, was wir jetzt im Lockdown weiter... was machst denn du? Ich wollte die Telefonnummer fragen. Die gibt dir hinten jemand. Wie oft ich das schon gehört habe. Diesmal wirklich. Die liegt da hinten überall aus. Für alle guten. Du musst das hier nicht machen, ich hol dich hier raus. Danke, er holt mich hier raus. Luke, wunderschönes Spiel. Ciao. Wunderschönes Spiel. Ach, laber nicht! Wunderschönes Spiel zu Hause mit dem Ehepartner, mit der Freundin, mit dem Bruder. Einfach mal spielen. Gläser hat jeder zu Hause. Tja, Köln ist läuft relativ, ich glaube, 2-2, oder? Ja, also wenn wir es in diesem Punktestand sehen, dann wäre es jetzt 2-2. Also spannend. Unentschieden, ja. Und das bedeutet aber jetzt für dich, Belohnungssystem, guck, es geht nach oben. Wunderschön. Ja. Hoch hinaus im Kölner Dom.